Willkommen zurück zu Marvelous. Viele wissen das gar nicht, aber Ende 2016 geht ja bereits die Produktion der Infinity War Filme los. Und die beiden Teile werden ja nicht separat gedreht, sondern am Stück. Und zwar durch die komplette Phase 3 hindurch, immer wieder aufgeteilt in einzelne Sequenzen, aber quasi ohne Unterbrechung. Auf jeden Fall ist das auch der Grund, warum in letzter Zeit immer wieder neue Infinity War Nachrichten überall auftauchen. Civil War ist zwar noch nicht draußen, aber die Russo-Brüder beweisen schon immer wieder in Interviews, dass sie diese Thanos-Aufgabe vor Augen haben und sich langsam aber sicher auch schon auf diese neue Aufgabe konzentrieren. Und deswegen reden wir heute mal über die Probleme, die auf die Russos noch zukommen werden. Ich habe das ein bisschen durchstrukturiert. Ich bin auf 5 große Gebiete gekommen, die man mal besprechen kann bzw. besprechen sollte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Punkt 1 ist die Leinwand. Ich stelle euch jetzt hier mal in dieses Bild die Avengers rein. Und dann stelle ich euch Giant Man rein und vielleicht den Hulk noch, falls der nicht schon bei den Avengers dabei war. Dann packen wir noch Thanos mit rein, dann holen wir noch andere Marvel-Gruppen rein und ihr werdet sehen, der Bildschirm platzt aus allen Nähten. Jetzt beschränken wir mal das Bild noch auf eine Kinoleinwand und ihr werdet feststellen, es wird immer enger da drauf. Das ist ein ganz großes Problem der Infinity Wars. Wie bringt man eine so große Zahl an Figuren auf eine einzige Leinwand? Und der erste Schritt in die richtige Richtung ist eine neue Kamera. Die Russo-Brüder haben jetzt schon in Civil War teilweise eine spezielle IMAX-Kamera verwendet, die ein besonders großes Feld aufnimmt, also extrem viel Fläche bietet, wo man auch Größenunterschiede zwischen Figuren gut zeigen kann und ja, wo halt das Ganze funktionieren kann. Aber trotzdem würde es am Ende ein Problem sein, alle Helden da drauf zu kriegen. Und hier kommt jetzt einer meiner Lösungsansätze ins Spiel, wo ich vermute, dass das in dieser Art und Weise ablaufen wird. Und zwar, glaube ich, dürfen wir uns von dem Gedanken trennen, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt eine Großaufnahme aller Helden geben wird. Das ist teilweise sogar inhaltlich leicht absurd und es würde einfach nicht nur sprichwörtlich den Rahmen sprengen. Ich glaube, dass der Schlüssel hier Gruppenbildung ist, kleinere einzelne Gruppen, auch noch am besten schauplatztechnisch verteilt und dieses Problem löst sich in Luft auf. Aber zu dieser Gruppenbildung komme ich gleich nochmal. Punkt 2 sind die Kosten. Nach aktuellem Stand hat dieser Film, beziehungsweise haben die Filme Infinity War, ein Budget von 1 Milliarde Dollar. Und meiner Meinung nach reicht das hinten und vorne nicht. Ich schätze jetzt mal, dass Robert Downey Jr. davon schon alleine 100 Millionen Dollar bekommt. Natürlich sind jetzt hier die Einnahmen noch nicht mit eingerechnet, aber ich meine, man muss erstmal was produzieren, um was einnehmen zu können. Auf jeden Fall fällt schon mal ein großes Stück an Robert Downey Jr. weg. Dann haben wir immer noch 900 Millionen, um quasi die restlichen Schauspieler zu bezahlen. Und wenn wir uns jetzt mal an dieser bildlichen Zahl orientieren, die ich am Mittwoch in der Supreme-Folge erwähnt habe, dann kommt man am Ende ungefähr auf 13, 14 Millionen Dollar pro Schauspieler. Das ist schon mal für viele dieser Schauspieler nichts, aber es fehlt ja dann auch immer noch die Produktion. Hier ist ja quasi jetzt nur der Cast bezahlt worden. Es wird auch definitiv noch eine Verschiebung in diesen Gehälterlisten geben, denn zum Beispiel ein Chris Evans wird definitiv mehr verdienen als zum Beispiel eine Kobe Smulders oder eine Elizabeth Olsen. Also da wird es noch Differenzen geben und trotzdem habe ich keine Ahnung, wie sie diese Masse an Schauspielern stemmen wollen, rein wirtschaftlich. Zwei Möglichkeiten sehe ich. Die eine wäre, sämtliche Schauspieler erstmal raushauen und wirklich nur mit den Ur-Avengers arbeiten. Das ist aber absurd und spricht gegen das Konzept, das die Russos und wir alle da vor Augen haben. Das andere Konzept ist dann sehr wirtschaftlich und zwar Bezahlung nach Leinwandminuten. Da gibt es diesen schönen Begriff, der auch häufig nach Filmen sofort durchexerziert wird, und zwar Screentime. Wie lange ein Schauspieler durch einen Film hindurch wirklich zu sehen war. Wenn man jetzt hergeht und jeden Schauspieler danach bezahlt, wie lange er eben zu sehen war, dann kann man theoretischerweise sagen, wir haben ungefähr 260, vielleicht ein bisschen mehr Minuten
bei diesen Infinity War Filmen. Wir haben so circa 70 relevante Figuren, wenn wir jetzt mal wieder diese bildliche Zahl nehmen möchten. Dann kommt man ungefähr auf eine durchschnittliche Screentime von 3,5 bis 4 Minuten. Und wenn man jetzt da einen schönen Minutensatz hat, dann ist es definitiv wesentlich wirtschaftlicher, als wenn ich sage, okay, machst du mit, das ist deine feste Summe und am Ende sieht man dich bei übrigens nur 3 Minuten. Also, es wäre definitiv logischer, wenn sie das Ganze so angehen. Punkt 3 sind die Galaktischen und das ist einer meiner Lieblingspunkte. Wie zur Hölle holt man die Guardians of the Galaxy in diesen Film? Wie holt man die aus der Galaxie auf die Erde? Ich habe früher immer gedacht, der einzige Weg, wie das Ganze stattfinden kann, ist, indem die Avengers um Hilfe bitten. Dass die Avengers ein Signal ins All aussenden und quasi jede verfügbare Kraft anbetteln. Sagen, Thanos ist da, Mami. Inzwischen bin ich speziell bei den Guardians der Meinung, dass die einen komplett anderen Einstieg benötigen. Und zwar einen mit Herz. Stellt euch vor, Thanos marschiert auf die Erde ein und diese Nachricht geht durchs Universum, auch auf Xander. Ja, und die Nova Corps befinden sich gerade noch immer im Aufbau, im Wiederaufbau. Und die Nova Prime entscheidet dann, dass sie keine Hilfe senden können und auch keine Hilfe senden. Und wer bekommt es mit? Peter Quill. Der muss quasi mit anschauen, wie seine Erde da, seine alte Heimat zerstört wird. Und die Nova schicken keine Unterstützung. Das wäre dann der Moment, wo er seiner alten Heimat zu Hilfe eilt. Dadurch wäre auch der Erstkontakt mit den Erdhelden extrem komisch bzw. eigenartig. Genau das einfach, was ich mir von so einem Erstkontakt zwischen diesen Gruppen erwünschen würde. Wenn so ein Rocket zum ersten Mal auf Tony Stark trifft. Punkt Nummer 4. Die Logik oder die Geschichte. Teil 2 der Infinity Wars soll ja definitiv dieser Crossover-Event werden. Die Frage ist nur, wie erklärt man dieses Crossover? Wie macht man das Ganze möglich? Und wie könnte man eine Einbindung der Agents of S.H.I.E.L.D. oder der Defenders rund um Daredevil möglich machen? Das sind so inhaltliche Punkte, wo man jetzt einfach noch nicht ganz sehen kann. In meinen Augen gibt's aber nur einen Weg, wie das Ganze angegangen werden kann. Und das ist dieser Punkt Gruppenbildung. Der Mad Titan wird ja nicht ganz alleine auf die Erde kommen. Das glaube ich nicht und so wie es aktuell auch ausschaut, wird es so nicht kommen. Ganz genau hier würde ich die Spaltung vornehmen. Figuren wie Daredevil oder Jessica Jones haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gegen Thanos nichts zu melden. Aber sie sind definitiv in der Lage, gegen die Armeen, die Thanos mitbringt, zu kämpfen. Und genau so stelle ich mir das auch vor. Figuren wie die Widow, wie Hawkeye, wie Daredevil, Jessica Jones, die Agents of S.H.I.E.L.D. rund um Quake und alle sehr menschlichen Helden müssten sich wirklich um die Drecksarbeit unten kümmern. Dafür sorgen, dass die Menschen in Sicherheit kommen. Dafür sorgen, dass diese Armeen da unten besiegt werden. Also wirklich eine riesige Schlacht im Stile von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Und währenddessen würden dann oben auf einer hoffentlich verwendeten Thanos-Plattform so Figuren wie Iron Man, der zu dem Zeitpunkt auserwählte Captain America, Hulk, Drax, Gamora, Black Bolt, Hulk, der Panther, Doctor Strange, Captain Marvel gegen den Titan kämpfen. Quasi wirklich ein Zwei-Schichten-Kampf. Die Überhelden der Erde und der Galaxie gegen Thanos oben und unten auf der Erde, der Rest. Alle Helden, die verfügbar sind, die dafür sorgen, dass die Stadt und die Welt nicht im kompletten Chaos versinkt. Die dafür sorgen, dass diese Armeen wirklich zurückgedrängt werden. Quasi so eine Art New York-Vorfälle 2.0, bloß dass es nicht mehr nur noch die Avengers sind, sondern dass Spider-Man hinter Daisy Johnson vorbeischwingt und die im Kollektiv einfach diese Armeen zunichte machen. Das ist mein absoluter Traum und meine Wunschvorstellung, wie das Ganze ausgeht. Und ganz ehrlich, das ist in meinen Augen auch die einzig logische Variante, wie das Ganze klappen kann. Und wie diese ganzen Gruppen verknüpft sind, beziehungsweise wie das zustande kommt, dass die dann gemeinsam kämpfen, das wird es in einem anderen Video mal geben, ganz ausführlich besprochen, weil ich finde, das ist ein ganz interessantes eigenes Thema noch. Und Punkt Nummer 5 ist dann der große Böse. Dieser Film, beziehungsweise diese Filme Infinity War 1 und 2, drehen sich um den Mad Titan Thanos. Wenn ihr das jetzt alles hier ein bisschen verfolgt habt,
dann fällt euch auf, wie viele Figuren da im Spiel sind, wer alles mitmischt und welche Inhalte verbaut werden müssten. Die Frage ist, wo soll da bitte noch Zeit für Thanos rein? Und wieder einmal ist die Gruppenbildung ein guter Lösungsansatz für diese Problematik. Es muss einfach Helden geben, die nie direkt auf Thanos treffen. Und diejenigen, die ihm begegnen, müssen entweder im finalen Kampf quasi involviert sein oder Thanos muss sie ausschalten. Stellt euch mal nur am Anfang vor, wir haben diese Masse an Helden zur Verfügung, die ihre einzelnen Minuten bekommen, alles schön und gut. Und Thanos kommt dann und nimmt die erste aus dem Spiel, klatscht wirklich einen nach dem anderen weg und holt sich deren Screentime. Also das, was denen zustehen würde, holt sich Thanos dazu. Das wäre eine sehr schöne bildliche Darstellung der Entwicklung, die die Figur machen muss in dem Film. Und es wäre natürlich auch eine wunderbare Art und Weise, dem Höhepunkt entgegenzugehen. Dass wirklich Thanos jeden zweiten Helden wegklatscht und mit jedem neuen Opfer einfach immer weiter ins Zentrum des Films rückt. Meiner Meinung nach ein wunderbarer Ansatz, um ihm die Zeit zu geben, um zu zeigen, wer hier das Sagen hat in dem Film. Erstmal, es wird definitiv ein Meisterakt, Infinity Wars im Kompletten zu drehen. Es wird extrem krass, Thanos würdig umzusetzen, ihm genügend Zeit zu geben und trotzdem auch alle anderen Helden abzudecken. Das wird eine extrem krasse Nummer. Das kann man jetzt definitiv schon mal sagen. Aber ganz ehrlich, wenn ich es jemandem zutraue, dass er das packt oder dass sie das packen, dann lustigerweise nur den Russo-Brüdern. Die beiden haben ein Teamwork, was sie auch regelmäßig beweisen, das einfach momentan so keine Konkurrenz in dieser Szene hat. Ich sag das normalerweise nicht so einfach, aber die besitzen mein blindes Vertrauen bei dem, was sie da mit Infinity War 1 und 2 vorhaben. Und ich bin wirklich gespannt, was da am Ende dabei rauskommt. Das war's dann auch für heute. Bis zum nächsten Mal könnt ihr euch hier 10 Fakten zum Marvel Teil 2 anschauen. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.